So, ein wunderschönen. Ja, weiter geht's direkt. Mittlerweile schon der nächste Tag, aber ich muss meine Herbetic-Sucht befriedigen. Also geht's direkt weiter mit Herbetic Episode 2, Map 7. Lalala, gleich lange reden. Direkt dorten. So. Die ersten Videos habe ich sogar schon konvertiert. Muss ich heute Nacht nur noch hochladen. So. Wie sieht es denn hier aus? Aha, okay. Sieht mir ganz schön hier nach Lava aus. Okay, da ist schon mal die Treppe, die da unten geht. Ich würde mal sagen, ich erledige erstmal die Viecher. Wow. Du sagst krass, kommt der jetzt hoch oder bleibt er unten? Also guck mal. Ah. Erstmal gucken, ob noch mehr rote Vöglein kommen hier. Ich hoffe mal, dass mit dem Audio passt. Immer noch. Ich werde gleich mal nach der Aufnahme hier testen, ob es mit dem Audio immer noch stimmt, alles soweit. Nicht, dass da sich von gestern nach heute welche Fehler eingeschlichen haben. Fuck you. Dass die immer so rumflitzen müssen. Verstehe ich gar nicht. So. Naja, das ist nicht gut. Oh, da ist ein Schalter. Mädel, komm jetzt bleib. Meine Güte. Okay. Okay. So, was geht hier ab? Hier war ein Schalter. Mal gucken, ob man die genauso wie bei Doom auch von oben drücken kann. Das ist ja so eine typische Sache, die jeder Doom-Spieler kennt. Leute! Alter! Habe ich den schon gedrückt? Oder wie? Oder wer? Oder was? Kann ich überhaupt noch kurz die Rückmeldung? Ja, ich habe den schon gedrückt. Wow! Gut, da kam dann nur kinderakustische Rückmeldung. Ist ja auch nett. Sehr nett. Ach, das Ding hat's hochgeschoben. Lol. Ich erledige erstmal die Viecher da unten. Die gehen mir gerade ein bisschen auf den Sack. Muss ich auch mal zugeben. So, hier kann ich wahrscheinlich. Genau, hier kann ich jetzt hoch. Nice. Okay, weiter im Text. Okay, da kann ich hier nicht zurück. Dann sollte ich erstmal hier hoch und die Fische hier erledigen. So, sind hiervon noch mehr? Bleibt davon noch mehr? Okay, das ist einer. Gut. Sehr schön. So, was ist hier alles? Ein bisschen Munition für die BFG und die Schrotflinte. Da muss ich noch freuen. Der lebt immer noch. Sag mal, was ist denn los mit dir? Hast du gesoffen? Oh. Nicht nett. Aha, da ist schon wieder der gelbe Key. Getroffen. Okay. Da ist ein Schalter.
Okay. Hier kann man hoch. Okay. Die Geokarte ist unten. Okay. So, wir haben wieder ein paar Fläschchens. Warum heute nicht eigentlich? Ach, komm. Komm jetzt. Das darf ja wohl nicht wahr sein hier. Oh, sag mal, ich fall immer wieder in die scheiß Lücke da rein. So, so. Easy. So, da ist ein Ei. Und weil wir kein Ei auf dem Kopf haben, möchte ich das haben. So, dann haben wir hier oben soweit schon mal alles raus. Das sieht mir aus nach Secret. Geht aber nicht auf, okay. Gut, hier war auch noch eine Tür. Ein Fackellein, auch wenn wir das noch nie benutzt haben. Obwohl es in dieser scheiß Map so dunkel ist. Also in diese scheiß Maps. Das Problem ist halt, die Fackeln sind halt immer nur von kurzer Dauer. Von daher will ich mir die halt immer aufheben für wirklich sehr dunkle Bereiche. Aber irgendwie kommt dann kein Bereich, wo ich mir sage, okay, der ist jetzt so dunkel im Vergleich zu den anderen, dass es sich da lohnt. Weil einfach alles dunkel ist. Das ist irgendwie traurig. Ein Schalter. Hat sich jetzt was geöffnet? Nee, ne? Okay. Auch nicht. Oh! Und das Secret hat sich geöffnet. Auch wenn das scheinbar doch kein Secret ist. Na, schaut euch mal den an. Wow. Hier. Wo kommen wir alle her? Da ist gerade Puff Pengman. Sind wir die Anspielung kennt? Wo kommst du jetzt schon wieder her? Wo kommen wir als. Hä, nochmal. Was geöffnet oder was? Nee, hier brauchen wir den grünen Key. Ach, na schau mal an. Ah, super. Also erstmal hier aufräumen. Oh, sind das hier noch mehr von diesen roten Viechern? Nein, klar. Welche von denen? So, jetzt erstmal die ganzen roten Vögel hier einsammeln. Die gehen mir nämlich echt hart auf den Sack. Hier ist ein Backpack. Warum sagt mir das denn, Gena? So, wo tummeln die sich jetzt überall rum? Ah, da ist das gelbe Tor. Dann wissen wir zumindest gleich, wo wir mit dem gelben Key hin müssen. Aber ich würde trotzdem erstmal gerne die ganzen gelben. Wovon? Alter, ist das Ding unaufgegangen. Was ist denn hier los? Ey, ich höre hier überall diese scheiß roten Vögel. Wo sind denn die jetzt? Da zum Beispiel. Ach schon. Ich höre sie immer noch. Oh, das ist ein Secret. LOL. Einmal rundherum. Okay. Sind wir wieder am Anfang. Goddammit. So, gelbe Tür war einmal da. Ach, da war ich ja schon drinnen. Lol. Hä? Ist ja scheiße. Hey, dieser Scheiß.
Diese scheiß Fiedervieh, das geht mir. Alter, ich krieg Trauma von denen. Hallo, links, geradeaus. Boah. Ah, All Map. Oh. Ah, den Green Key haben wir damit auch. Wir kommen aber nicht dran. Nö, nicht wirklich. Wie ein Schalter? Nein, auch nicht. Na gut, dann gehen wir auf die andere Seite. Da sind ja doch ein paar. Ups, die kommen rüber. Hey. So, guck mal her. Oha, welche von diesen Schießfreudigen. Habe ich den jetzt gerade geklebt? Warum kommt bei den Schaltern keine akustische Rückmeldung? Das war so ungewohnt. Da weiß man aber nicht, ob man den schon gedrückt hat oder nicht oder wie oder was. Aber dann hat das Ding jetzt wahrscheinlich diesen grünen Key darunter geholt, oder? Ja. Perfekt. Sehr schön. So, der grüne Key war irgendwo im Hauptraum. Da hinten. Hallo? Oh! Junge, beruhig dich. Halt mal stehen! Ich will dich verarzten. Alter, ist er hier. Der Klöppelgreifer wieder zu einer richtigen Waffe. So viel Munition wie für die hier rumliegt. Ach nö, nicht noch mehr. Okay. Oh, Lava. Eine Lava-Treppe. Wow. Ein Mädel kommt klar auf den Lippen. Eine Lava-Treppe, die führt. Ach ja, wir haben ja All Map. Dieser scheiß Fiedervieh. Boah. Ich halt selber. Okay, die Treppe führt direkt in den Nachbarraum. Hier hin. Oder auch nicht. Doch, führt sie, aber geht nicht auf. Ah, doch, geht auf. Wow. Das Problem ist halt nur, ist halt alles auf Lava. Alles aus Lava. Das heißt, die Scheiße dürfte ganz schön wehtun. Auf Dauer. So, hier ist Munition für die rote Waffe. Deswegen ich die auch gerade einsetze, weil die ist mich wieder fast voll. Für die Scheiße gibt es so viel Munition, genauso wie für die BFG. Haben wir letztens gemerkt, bei der BFG haben wir auch quasi zugeschissen. Siehst du, apropos zugeschissen, da haben wir sie gleich wieder. So, da hinten geht's weiter. Hey. Ach, das ist der Start hier. Gibt's hier noch was Sinnvolles? Nee, ne? Na gut. Okay. Ja, hier ist auch noch BFG. Ey, wir können viel zu viel. Ja, wir können viel mehr BFG benutzen. Hier auch. Ist nice, das gefällt mir. Echt gut. Wir werden hier von allem zugeschossen.
Okay, halt, stopp. Was wollte ich jetzt machen? Wir haben den blauen Key. Wo waren wir denn? Achso, siehst du, wir waren hier noch bei dem Nachbarraum. Da mussten wir noch runter. Danke. Wo war das jetzt? Einmal hier lang? Nein, das war Secret. Da war die Treppe, genau. Da müssen wir noch nach links. Wow. Ah, na, das kennen wir doch. Na, schau mal einer an. Oh, die Dinger gehen ja wieder hoch. Okay, scheinbar arbeiten die periodisch. Mistviech. Wo diese roten Viecher mal überall rauskriechen, ey. Dann sind sie dann noch mehr. Wow, habe ich jetzt gerade nicht ankommen sehen? Ach, hier ist auch noch Munition für diese rote. Ich sag's ja, man möchte uns irgendwie so ein bisschen darauf aufmerksam machen, dass wir gefälligst wer für die roten Waffe benutzen sollen. Da hinten ist auch schon wieder Munition, da hinten ist sogar noch ein ganz großer Stack, der 100 gibt mit einmal. Hier war gleich die ganze gesamte Waffe davon. Geilomato. So, aber wir wollen erstmal hier runter. Das geht so nicht. Das geht so auch nicht. Ah, okay. Noch mehr rote. Okay. Wenn das Spiel so möchte, dann benutzen wir halt auch mal die hier. Wobei, wer weiß, was da für Gegner kommen. Hoffen wir, der Vögel. Also. Das Blöde ist ja, die BFG können wir nicht einfach überall benutzen, weil die macht uns halt selber auch Damage. Das heißt, wenn wir Viecher haben, die sehr nah an uns rankommen oder wir auf sehr unwegsamen Gelände sind, wo wir Gefahr laufen, dass die Munition für an Wänden abprallt, die sehr nah bei uns sind, da kriegen wir halt selber auch Damage. Das ganze Fliegzeug, ey. Verdammt, ein Zünchen. Könnt ihr mal durchgehen. So. Ach du Kacke, ums Kopf. Da ist ein Schalter. Okay, also für den Kopf können wir auf jeden Fall schon mal die BFG verwenden. So, der Schalter ist gedrückt. Wo geht's hier lang? Eine Urne. Das ist das Ziel? Oh. Ja, das ist das Ziel. Okay. Sehr schön, gut. Wie kommen wir da oben hin? What? Ah, okay. Wir müssen wieder hier raus. Die Treppe wieder hoch und dann nach Adam Riese müssen wir nach links. Und einmal denn dadurch. Nein, falsche Seite. Mann, er hätte mal richtig sein können. Geht auch nicht. Hä? Okay, wie auch immer das Ding aufgeht, ich habe keine Ahnung. Ja. Moment mal. Ups, jetzt bin ich einmal runtergefallen. Ah, genau richtig. Vielleicht ist es so eine Doppeltür. Dann muss ich die hier von außen öffnen und dann geht die andere auch gleich mit auf. Ja. Jawohl, war doch klar. Einen dieser typischen Doomfallen. So, da hinten ist jetzt der Kopf, ne? Dann nimmt man lieber hier davon die BF. Och Mann, Alter, erstmal noch dieser scheiß rote Vogel. Fiederhacke Flieh. So, der Kopf kriegt jetzt mal ein bisschen was gegen Kopf hier. Wo ist denn der? Wow. Immer ruhig. Okay. Der letzte war zu viel.
Egal. Ist ja nicht so, als wenn wir mit der Munition sparen müssen. Die kriegen wir ganzen 10er-Stack gleich wieder. Ist das bescheuert. Also ich weiß nicht, irgendwie... Also ich habe nun mal im Internet recherchiert, dieser Schwierigkeitsmodus, den wir hier gewählt haben, der hier ist tatsächlich der normale Schwierigkeitsmodus. Ich glaube, wir sollten nächstes Mal aber... Also wenn ich das Spiel irgendwann mal nochmal spielen sollte, weiß der Geier warum, dann werde ich das auf jeden Fall mal definitiv ein bisschen schwieriger spielen. Ja, weil das ist ja hier echt ein bisschen... Wir werden ja hier echt zugeschissen mit Munition. So, nichtsdestotrotz. Wir haben alle Secrets, das ist sehr schön. Aber Munition brauchen wir noch ein bisschen, wobei. Ja doch. Wo war das jetzt so? Halt. Hier war ich falsch. Ich muss auf die Seite gehen. Oh scheiße, das Ding war gerade unten. Oh, Alter, komm, nee. Ist ja hier. Da geht das so oben schneller. Thanks. So, die blaue Munition gibt es hier leider nicht. Schade. Egal, wir haben genug. Achso, hier gibt es ja welche. Oh, sind doch voll. Ab ins Ziel. Im Ziel selber gab es direkt auch noch mal welche. Also, ich würde mal sagen, alles gut. So. Ach ja, ist ja schon das Boss-Level. Oha. Na gut. Nächste Runde. Nächste Folge meine ich doch. In dem Sinne, schau mit V.